Draußen wird es langsam Herbst und heute kommt das richtige Bier dazu, sowohl farblich als auch vom Namen. Welches Bier das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe gesagt, heute ist Herbst unser großes Thema und ich hoffe, ihr seid gut in selbigen gestartet. Man hat ja meistens so eine Lieblingsjahreszeit, wo man sagt, ich bin eher so ein Sommertyp und ich bin eher so ein Wintertyp. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Herbsttyp. Ich mag es ganz gerne, wenn es noch so ein bisschen warm draußen ist, aber eben nicht so richtig heiß und man draußen ein bisschen unterwegs sein kann, ohne dass man sofort ins Schwitzen gerät. Also ich bin tatsächlich ein ganz großer Herbstfan bzw. Spätsommerfan. Und da dominieren ja auch draußen die roten Farben. Ich denke immer gerne an meine Zeit zurück, wo ich mal in den USA bzw. Kanada war und den Indian Summer dort genossen haben. So diese rötlichen Farben, die alle Bäume annehmen. Richtig schön. Und ein Bier, was so dieser Tradition namentlich als auch optisch folgen möchte, ist das Herbstbier aus der Truma Brauerei aus Obertrum. Und das ist ein Amber Ale, was insofern ein bisschen überraschend ist, dass die Truma Brauerei ja eigentlich sehr ausschließlich auf Pilzbiere ausgerichtet ist. Und vor ein paar Jahren haben sie dann angefangen, mit der Tradition so ein bisschen zu brechen. Das erste war, glaube ich, ein Märzenbier, was sie gebraut haben. Da ist man noch auf der Lagerseite geblieben. Und das Herbstbier ist dann auch der Schritt in Richtung obergäriges Brauen. Und man hat eben dieses Bier auch farblich als Amber Ale, eben Amber Bernsteinfarben angelegt, um den Herbst ein bisschen zu huldigen. Es sind viele Karamell- und Röstmalze da, um eben auch diese Farbe hinzubekommen. Wir liegen alkoholtechnisch bei 5,2 Volumensprozent. Ich glaube, so temperaturmäßig haben wir es ein bisschen wärmer werden lassen, als es im Augenblick draußen ist. Ich glaube, so 8, 9 Grad wird das Bier haben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Temperatur. Unfiltriert, Bernsteinfarbe, charaktervoll, fruchtig, frisch, Aroma. Das klären wir alles im Eigenversuch. Und Hopfen, Hefe, Gerstenmalz und Wasser. Mehr ist dazu nicht zu sagen, außer dass es hier noch einen Blick auf die Truma Bottle Cap gibt. So, und dann ist das Fläschchen aus. Oh, was gibt es denn da? Schau, die will ich auch nicht unterschlagen. Truma ja nicht nur Teil der Kulturbrauer, sondern auch beim Slow Brewing mit dabei. Und das Käpperl erinnert mich dann gerade noch mal freundlich daran. Auch hier das Bier im Retro-Look. Ich glaube, das Naturradler war das erste Bier, wenn mich nicht alles täuscht, das in diesem Truma Retro-Look an den Markt gegangen ist. Und ja, also wenn man ein Bild im Lexikon für Herbstfarbe braucht, dann hat, glaube ich, dieses Bier gute Chancen, mit abgebildet zu werden. Schöne, dunkle Bernsteinfarbe, so richtig schön herbstlich, bräunlich, kupferfarbenes Bier. Eine leicht cremig-beige Schaumkrone obendrauf, schön fein und man sieht es jetzt nicht besonders gut, aber die hängt auch am Glas. Das ist nur so eine Pracht, ist aber wirklich eine tolle Farbe, auch so ein richtig schönes Creme-Beige, mit dem diese Schaumkrone an den Start geht. Und ob ich es schon erwähnt habe, aber ihr seht es, glaube ich, selber, tolle gleichmäßige Trübung auch in diesem Bier. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt aromatisch ein bisschen mehr erwartet. Es ist so ganz fein malzig, so mit leicht karamelligen Noten. Röstmalze sollen ja auch drin sein, davon würde ich jetzt sagen, in der Nase nicht viel zu spüren. Vielleicht minimal eine leichte Süße mit dabei. Aber nee, das ist keine Aromabombe. Aber das muss es auch nicht sein, wenn es im Geschmack überzeugt. Ich bin dabei. Cheers. Ja, und da leistet es dann Überzeugungsarbeit in eigener Sache, das Bier. Ihr habt ja diesen Schaum oben gesehen. Und jetzt kann ich auch noch mal zeigen, wie schön man den ans Glas hängen kann. Der kommt relativ weich sofort auf die Zunge und macht so ein bisschen die Ouvertüre quasi für das, was nachkommt. Also man wird schon mal so mit seiner Cremigkeit eingestimmt. Viel Malz natürlich mit drin, schöne brotige Noten. Eine angenehme, karamellige Süße, überhaupt nicht aufdringlich.
dezente Röstmalz. Also man merkt im Hintergrund, da rumort so ein bisschen was an der Röstmalzfront, ohne dass das jetzt irgendwie übermäßig nach vorne drückt. Aber es hat so einen leichten, minimalen Schokoladentouch. Und das ist vielleicht auch das Positive, zumindest für so Nerds wie mich, es hat auch eine schöne Bittere. Nicht zu intensiv, auch sehr sanft gehalten. Eigentlich so ein bisschen wie Herbstwetter. Nicht zu viel vom Regen, nicht zu viel von der Sonne, nicht zu viel von der Temperatur, nicht zu viel Niederschlag. Oh, glaube ich, alles dasselbe. Aber es ist so ein bisschen, von allem ein bisschen, aber alles in der tollen Harmonie und nichts, was da irgendwie störend auffallen würde. Man könnte auch jetzt rein fachlich mal von Balance sprechen. Und das ist wirklich richtig schön balanciert, dieses Bier. Wir haben einen schönen mittleren Körper, eine bisschen zurückhaltendere Kohlensäure, aber das macht gar nichts, weil die eben diese tolle Cremigkeit hat und damit einfach sehr, sehr angenehm auf der Zunge liegt und eine tolle cremige Textur eben damit kommt. Das habt ihr vorhin auch gesehen, als diese Schaumkrone drauf. Das ist so der erste Mundeindruck und da macht schon gewisse Dinge, machen einfach im Schädel Klick und sagt, ah ja, so kommt es daher. Und hinten raus ist es dann eher so durchschnittlich lang, also jetzt kein besonders langer Nachtrunk, aber auch keiner, der irgendwie abrupt abreißt. Es ist ein bisschen mehr Hopfen drin und ist aber tendenziell natürlich schon auf der malzigen Seite zu Hause und hopfig herbe Noten kommen eben hinten im Nachtrunk noch so ein bisschen dazu. Aber ich will nicht sagen, dass die keine Rolle spielen, aber sie runden das Ganze eben noch ein bisschen ab und sagen, hey, Hopfen ist auch noch mit dabei. Leichte Herbe, danke. Und dann ist auch der Nachtrunk schon wieder aus. Das Herbstbier aus der Truma Brauerei, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist limitiert. Ich habe es gekauft bei den Bierlovers hier in Wien. Gibt es aber, glaube ich, im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel, zumindest wenn man in entsprechenden Regionen ist. Österreich wäre, glaube ich, ein Vorteil. Und im Salzburger Land wird es wahrscheinlich auch im Handel geben. Aber ist nicht nur saisonal, sondern auch mengenmäßig, glaube ich, limitiert. Und wenn man das haben will, dann ist jetzt, glaube ich, eine gute Zeit, dazu zu schlagen. Das Herbstbier aus der Truma Brauerei mit dem Retro-Etikett 1601 von Probiert TV gibt es für dieses Bier 4 von 5 möglichen Punkten für das Herbstbier. Auch das Etikett, so ein schönes herbstliches Blassrot gehalten. Passt auch hervorragend zu meinem Hemd, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Keine Absicht, aber wir sind heute Ton in Ton und auch der Flaschenöffner war rot. Also heute machen wir vieles richtig und die Truma Brauerei hat das auch gemacht. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr ein Abo dalasst und mir eure Erfahrungen mit Herbstbieren kundtut. Das darf auch gerne ein Kürbisbier zu Halloween sein. Was sind da eure Favoriten? Ich würde gerne mal wieder da ein Special machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig viele Kürbis-Herbstbiere habe ich noch nicht gesehen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Trend ist aus und vielleicht geht es euch auch so. Lasst uns mal ein bisschen darüber schreiben. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.